Es war mal wieder soweit, gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen, also um 12, ihr wisst, was ich meine, gab es eine neue State of Play und ich fand sie, ja, eigentlich ganz okay. Also es war jetzt nicht besonders herausragend, es gab zumindest ein, zwei Dinge, die ich definitiv interessant fand und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber das meiste davon war generell okay. Es waren viele Titel, die wir schon kannten, zu denen wir jetzt auch nichts wirklich Neues gesehen haben. Es gab hier und da nochmal so kurze Updates, aber ne, so im Großen und Ganzen würde ich sagen, das war eine feine State of Play. Ich habe jetzt nichts großartig da auszusetzen, aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie freudeschreiend Bäume ausreißen und sagen, oh mein Gott, das war das Beste, was ich jemals von Sony irgendwie gesehen habe. Also da befindet sich diese State of Play, ich würde mal sagen, so im gehobenen Mittelfeld. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, was ihr davon gehalten habt, was so eure persönlichen Highlights waren und ihr könnt auch unten in den Timestamps raussuchen, falls euch nur meine Meinung zu bestimmten Ankündigungen, zu bestimmten Titeln interessieren. Ich möchte das Ganze wie gewohnt einmal kurz chronologisch durchgehen, so wie die Sachen in dem Event gezeigt wurden und dann meine natürlich die wichtigste überhaupt Meinung dazu abgeben. Dafür sind wir schließlich alle hier. Los geht's dann auch mit Astro Bot. Und das muss ich sagen, war ja jetzt nichts Besonderes. Also Astro Bot mit das beste Spiel des Jahres, leider schon eine Woche nach Release von UFO 50 geschlagen. Falls ihr von dem Spiel noch nichts gehört haben solltet, schaut gerne meine Review dazu an auf diesem Kanal. Das ist wirklich absoluter GOTY-Kandidat. Dennoch, wir haben ja hiervon gewusst, dass es eben noch einen kostenlosen DLC irgendwann geben wird. Und das hier war eine Ankündigung dafür. Es wurde eben gezeigt, hey, es kommen 5 Speedrun-Challenge-Level dazu und nochmal ein paar neue Bots. Ich fand das so ganz cool, vor allem diese 4 Helldivers-Leute zu sehen. Dann hattest du eben noch Stellar Blade, den Charakter, ich weiß ehrlich gesagt, Eve oder so hieß die, glaube ich, keine Ahnung. Auch vollkommen egal, die ist ja eh nur zum Aussehen da in dem Spiel drin. Trotzdem ganz cool, dass es vorhanden ist. Und ich fand es auch charmant, den Director des Spiels da zu sehen, wie er darüber gesprochen hat. Astro Bot verleitet, also das gibt mir einfach gute Gefühle. Und dann gratis, mehr gratis Astro Bot zu bekommen, was kann man dagegen haben? The Midnight Walk, das neue Spiel von den Lost in Random Machern. Und das muss ich immer noch spielen. Das war ein Titel, den ich visuell ganz interessant fand. Und spielerisch habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so allzu viel darüber in Kenntnis genommen. Ich habe es auf meiner Konsole. Es ist einer von diesen dutzenden Titeln über die letzten 3-4 Jahre, die ich immer mal spielen möchte, aber einfach nicht zu komme. Dennoch muss ich auch sagen, hier The Midnight Walk, ich kann immer noch nicht so hundertprozentig einschätzen, auch hier, wie es dann exakt spielerisch aussehen wird, vor allem, weil es ja eine normale PlayStation 5 Version, aber dann eben auch noch eine PSVR 2 Version davon gibt. Das, was mich aber sofort an dieses Spiel zieht, ist der Stil. Also ich bin ein riesiger Sucker einerseits für Stop-Motion und dann eben auch noch für Stop-Motion in einer Horror-Ästhetik. Und dieser Titel trifft mal sowas von exakt genau ins Schwarze, was meine Präferenzen, was eben auch so meine präferierte visuelle Ästhetik betrifft, dass ich es alleine dafür nur spielen möchte. Ich finde es auch immer cool, dass es für alle Leute, die sich eine teure PlayStation VR 2 gekauft haben, dann zumindest auch mal hier und da ein paar Spiele bekommen, um sie wirklich zu nutzen. Auch hier bei der State of Play allgemein hat man gesehen, das Ding ist für Sony eigentlich tot. Da kommt nichts mehr Neues, da kommt nichts mehr Eigenes. Das Einzige, was man auf der PlayStation VR 2 noch erhält, das sind eben dann Modi in Spielen, die auch so auf der Konsole erscheinen, oder PlayStation VR-Spiele, da kommen wir ja gleich noch zu einem, das auch auf anderen Geräten erscheint, das jetzt nicht PlayStation VR 2 exklusiv ist, sondern eben auch noch auf verschiedenen anderen Systemen wie der MetaQuest erscheint und dementsprechend ja sowieso schon entwickelt wird. Also da merkt man, finde ich, dass diese VR-Geschichte für Sony erst einmal so ein bisschen gelaufen ist. Das war auch der Eindruck, den ich ja ehrlich gesagt damals vor der Veröffentlichung von der PlayStation VR 2 gemacht habe, habe ja damals zu Release auch kurz ein Video hier auf dem Kanal veröffentlicht.
Hinsicht. Es tut mir in dem Fall aber auch leid, dass ich damit recht hatte, weil es natürlich scheiße ist, gerade für die ganzen VR-Fans und selbst für mich. Ich mag VR, aber momentan gibt es einfach nicht genügend Gründe, um mir dieses Gerät zu kaufen. Also gerade wenn ich daran denke, ich könnte auch eine Meta Quest 3 irgendwann holen. Damit kenne ich mich schon aus als Besitzer von einer Meta Quest 2 und habe dann auch noch mehr Möglichkeiten, Titel zu spielen, kann eben auch noch alte Sachen weiterhin mitbenutzen. Das ist ja so ein großes Problem der PlayStation VR 2. Sorry, ich wollte jetzt das nicht zu einem Rant über die PSVR 2 machen, aber es fehlen mir dann eben auch die Gründe dafür. Hell is Us, eine neue IP, bei der ich zuerst gedacht habe, als sie gezeigt wurde, so, könnte das neue Housemarque-Spiel sein. Also die Macher von Nex Machina und von Returnal, weil es ja auch so eine, finde ich, ähnliche Ästhetik hatte. Gerade als ich so dieses Gebäude sah, in das man dann reingeht und dann, oh, das könnte wieder so ein Roguelike-Action, 3D-Action-Titel sein, nur dass der Charakter so ein bisschen aussieht, als würde er aus der Welt von Death Stranding kommen. Und dann war es aber ein Studio, was mir überhaupt nichts gesagt hat, das hieran arbeitet, neben Narcon, die dann wahrscheinlich davon wieder die PC-Version oder so machen werden. Das Ganze kommt aber auch für andere Systeme raus. Also Hell is Us ist tatsächlich kein Exklusivtitel. Das kommt eben auch nicht nur für PC, sondern eben auch noch für Xbox raus. Aber es sah ganz cool aus von dieser Ästhetik, von eben auch wie die Gegner aussahen, wie auch die ganzen Partikeleffekte beim Kämpfen aussahen. Das eigentliche Kampfsystem, ja, das muss man dann gucken, wenn wir mehr davon sehen können, aber so auf einer rein ästhetischen Ebene, wenn ich betrachte, wie die Gegner aussahen und wie eben auch die Umgebung aussahen, da war ich voll dabei. Und vor allem, als ich gedacht habe, oh, das könnte Housemarque sein. Aber selbst so, ne, wenn ich dann Bock auf ein Spiel bekomme, auch wenn ich glaube, das könnten andere Entwickler daran tätig sein, dann finde ich es definitiv so, okay, das sollte ich mir mal weiter im Auge behalten. Und hier ist ein weiteres PlayStation VR 2 Game, was nochmal gezeigt wurde. Metro Awakening, was ich auch ganz cool finde. Aber auch hier, das gibt es dann wieder auf der Meta Quest 3. Das wurde ja auch bereits schon angekündigt. Ich glaube, es gab so ein paar Ausschnitte in dem Trailer, die jetzt irgendwie neu waren, die man nicht schon mal irgendwo gesehen hatte, aber auch nichts, was mich jetzt hinterm Ofen hervorgelockt hat. Also das war, genau deswegen meinte ich, dass zum Großteil dieses State of Play relativ okay war, also das ist kein schlechter Trailer, es ist scheint ein sehr cooles Spiel zu sein. Ich mag die Metro-Reihe, ich mag VR-Spiele, das sieht nach einem coolen Metro-VR-Spiel aus, aber dann nur nochmal das Gleiche, was wir gesehen haben, so ein bisschen aufgewärmt zu bekommen, ja, das macht jetzt keine interessante State of Play. Arc Age Chronicles, ja, es ist so ein weiterer Third-Person-Action-Titel, der aussieht wie dutzende andere Third-Person-Action-Titel. Ich will jetzt gar nicht überhaupt Souls-like sagen, sondern es kommen Leute direkt wieder an und fangen mit mir irgendwelche ominösen Genre-Diskussionen an, um die es mir dabei gar nicht geht. Mir geht es dann dabei darum, dass ich das angucke und denke, wow, alles davon habe ich einfach schon in dutzend anderen weiteren Spielen gesehen. Da gibt es erst einmal nichts, was mich irgendwie interessiert, was es irgendwie absetzt von anderen Spielen. Das heißt nicht, dass das schlecht sein wird, das heißt nicht, dass ich es nicht mögen werde, es heißt nur, dass es mich erst einmal überhaupt nicht abholt. Es ist ein Titel, dem würde ich dann natürlich trotzdem gerne eine Chance geben, weil ich 3D-Action-Titel allgemein sehr mag, aber ich müsste dementsprechend auch selber Hand anlegen, das Ganze mal ausprobieren und bis dahin wird es wahrscheinlich eher weiter unten auf meiner persönlichen Wunschliste bleiben. Palworld kommt jetzt auch gerade rechtzeitig zu der Klage von Nintendo auf der PlayStation raus. Ich habe eben noch, ich weiß jetzt nicht, ob sich das mittlerweile schon bestätigt, wenn das Video rauskommt und bis dahin alte Nachrichten sind, aber es wurde wohl so gemunkelt, dass Palworld tatsächlich nicht in Japan für die PlayStation jetzt veröffentlicht wird, was wahrscheinlich etwas mit dem momentanen Lawsuit von Nintendo zu tun haben könnte. Mir persönlich ist das Spiel relativ egal. Das heißt nicht, dass ich jetzt darauf rumbashen muss oder dass ich nicht Leuten, die es mögen, diesen Spaß eben lasse. Ich habe da absolut kein Pferd im Rennen. Mir ist das scheißegal. Mich interessiert das Spiel nicht. Mich interessiert es nicht, ob Nintendo die jetzt verklagt, ob die gewinnen oder verlieren oder was mit dem Spiel ist. I don't give a shit. Ich finde es einfach nur lustig, dass es jetzt genau in diesem Moment dann für die PlayStation angekündigt wird. Und hey, falls ihr es noch nicht gespielt haben solltet, falls es euch interessiert hat, dann könnt ihr es dann jetzt in Zukunft ausprobieren und euch dann eben selber einen Eindruck darüber machen.
Luna Remastered Collection. Nee, nicht Remastered, das wäre Guerrilla Red Faction gewesen. Das war wirklich in der Remastered Edition. Nein, Luna Remastered Collection kommt jetzt auch auf die PlayStation 5, auf die PlayStation 4. Das finde ich generell cool. Ich weiß, dass es davon sehr viele Fans gibt. Das habe ich auch bei der Live-Reaction. Die könnt ihr euch übrigens, falls ihr die nochmal sehen wollt, gerne auf meinem Stream-Archive-Kanal sehen. Die habe ich hochgeladen. Da gab es sehr viele Leute, habe ich gesehen. Oh, geil, mega, freut mich. Und da bin ich auch super glücklich dafür. Für mich war das eben eine Serie, von der ich immer wusste, von der ich auch, glaube ich mal, den ersten Teil irgendwie gespielt habe vor Ewigkeiten, aber ich habe dazu jetzt keinen Bezug. Ne? So ähnlich sieht es bei mir auch mit Alundra aus. Immer so eine Sache, wo ich gesehen habe, hey, habe ich Bock drauf. Aber gerade für diese PlayStation-Titel, da ist es mir persönlich relativ egal. Ich finde cool, dass es das gibt. Ich hoffe, dass sie auch gut ist, von dem, was ich jetzt schon gehört habe. Vielleicht die Entwickler dran beteiligt, die die Grandia HD Collection gemacht haben. Und die war ja leider, ne, wir erinnern uns alle, Miss Fräulein, die war jetzt nicht so besonders. Die hatte eben auch definitive Probleme zum Start. Und da hoffe ich jetzt mal, dass bei einem Spiel, was eben auch ein bisschen technisch reduzierter ist, solche Sachen nicht auftreten. Ich finde, im Trailer zumindest sah es vollkommen fein aus. Da hatte ich jetzt erst einmal keinen Grund, sofort direkt irgendwie in den Doomer-Modus zu gehen. Aber für mich persönlich, ich habe Zugang auf diese Spiele. Wenn ich das jetzt spielen möchte, dann kann ich das problemlos in der originalen Version machen. Da habe ich mehrere Möglichkeiten für. Das heißt, da spreche ich nur für mich. Ne? Also das ist jetzt nicht, wenn ihr euch darüber freut, weil ihr diese Möglichkeiten nicht habt oder das dann explizit in so einer Kollektion, wo dann eben auch 60:9 Modus oder halt noch Trophäen dabei sind, dann ist das vollkommen fein. Dann hoffe ich, dass diese Collection cool wird und ihr daran Spaß haben werdet. Mich persönlich mit so PlayStation, also gerade mit so alten PlayStation-Titeln, kann man mich da eher weniger hervorlocken, weil ich die noch problemlos weiterhin alle spielen kann. Ich hätte dann eher lieber neue Sachen oder Collections von Spielen, die schwerer zu bekommen, schwerer zu spielen sind, auf noch so gewisser schlechter Hardware irgendwie verblieben sind oder wo es dann auch neu überarbeitete Versionen von gibt. Na, aber am liebsten hätte ich eigentlich immer eine neue spielbare Sequel, irgendwas Nachfolger, inspirierte Version, was auch immer. Aber ihr kennt ja meinen Punkt dazu. Teenage Mutant Ninja Turtles bekommen Shredder's Revenge, neue Charaktere, okay, cool, neuer Soundtrack, okay, cool, aber das fühlt sich halt wirklich an wie so dieser Press-Release-Moment, so das hätte einfach in eine E-Mail gepasst, das hat sich auch hier ein bisschen seltsam angefühlt in der State of Play, bin ich ganz ehrlich, aber ich mag das Charakterdesign. Und das Spiel ist fein, auch da habe ich eine Review hierzu auf dem Kanal, falls ihr euch das ansehen wollt. Aber nichts, was mich jetzt in der State of Play wirklich so begeistern würde. Fantasian Neo Dimension, auch das ein Spiel, was natürlich schon für diese Konsolenfassung angekündigt wurde. Das geschah ja bereits auf der Nintendo Direct, einer der letzten beiden. Und ich freue mich da weiterhin drauf, ich finde das cool. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob das Datum vorher schon mal bekannt gegeben wurde, jetzt kommt es ja eben am 5. Dezember raus. Es wurde auch, Gott sei Dank, schon bestätigt, dass es eine physische Version für die PlayStation und für die Nintendo Switch bekommen wird. Da freue ich mich vor allem drauf, gerade bei so einem Spiel, was ja jahrelang auf einer mobilen Plattform, sogar eben innerhalb Apple Arcade, gefangen war. Und das jetzt nicht nur auf einer Konsole digital zu bekommen, sondern dass ich mir dann eben auch eine physische Version kaufen kann von diesem Spiel. Ne? Das ist so das momentan letzte Spiel vom Final Fantasy Macher Hironobu Sakaguchi. Es hatte auch einen kompletten Soundtrack von dem Final Fantasy Komponisten Nobuo Uematsu. Wahrscheinlich, ne, dem geht's ja gesundheitlich leider nicht so pralle. Wahrscheinlich auch das letzte große Spiele, also der Spiele-Soundtrack, den wir von ihm jemals bekommen werden. Und das Ding ist wirklich großartig. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber den Soundtrack habe ich rauf und runter gehört beim Arbeiten. Das kann ich euch definitiv garantieren. Das Spiel selber sieht eben auch weiterhin fantastisch aus. Da freue ich mich sehr, dass dann... Ich bin auch am Überlegen, ob ich es mir in der Switch oder für die PlayStation-Version holen werde. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das finde ich ist auch ganz gut, wenn so der ganze Trubel von den großen Releases durch sind. Und dann so im Dezember oder vielleicht, ne, bewahre ich mir das auch für die Weihnachtszeit auf, dann gemütlich durchspielen zu können. Auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, warum muss das jetzt nochmal bei der State of Play drin sein? Ich meine, ich weiß natürlich, weil das Spiel demnächst rauskommt und das dann wichtig für den Publisher EA ist und die dann entweder, ne, Beziehungssachen zwischen Sony und EA genutzt haben für andere Deals oder eben nochmal dafür gezahlt haben. Deswegen gab es jetzt auch in dieser State of Play nochmal einen längeren Trailer zu Dragon Age The Veilguard. Ich will mich da auch momentan gar nicht in diese komplette Diskussion
Rezension des Spiels stürzen. Ich warte da einfach ab, bis das rauskommt. Dann werde ich das garantiert spielen und auch garantiert ein Video zu machen. Aber momentan möchte ich mich aus diesem... Ich bin schon in genügend anderen Cesspools und sonst was irgendwie drin. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie Dragon Age. Das ist mir dann ehrlich vollkommen egal. Ich finde es einfach nur absurd, was da teilweise passiert, also wegen welcher Kleinigkeiten da Leute vollkommen an die Decke gingen. Wo ich natürlich zustimme, ist auch, dass ich den Stil von dem Spiel absolut finde. Auch hier in dem Trailer gab es wieder so ein, zwei Personen, bei denen es wirklich aussah, als ob man mit so einer KI, TikTok oder Instagram so einem Filter, weißt du, so einem Face-App-Filter irgendwie drüber gegangen wäre über die Person. Das sah wirklich grausig aus. Die Szene, die sie gezeigt haben, war scheußlich ausgeleuchtet. Das sah super kacke aus. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, wenn gerade die restlichen Spielszenen, die wir schon aus vorigen Trailern oder jetzt aus den Previews auch gesehen haben, gerade in der Nacht eigentlich am besten aussahen. Weiß ich nicht, warum das hier nicht wirklich gut ausgeleuchtet war oder in Szene gesetzt. Das habe ich nicht verstanden. Und der Bosskampf selber sah auch, ja, vollkommen fein. So, ich weiß, dass das für Leute immer noch so ein Steckenpferd ist. Oh, Dragon Age, warum bist du nicht wie früher dieses CRPG, warum ist es jetzt immer mehr in die Action gegangen? Aber ich meine, das sind jetzt 75% des Franchises sind zusammen mit The Veilguard, gehen jetzt mehr in eine Action-Richtung. So, das hat von dem zweiten Teil eben begonnen. Ich kann verstehen, dass es einen dann immer noch wurmt. Ich kenne das ja auch von einzelnen Serien, aber da würde ich mich wirklich mittlerweile versuchen von zu lösen und einfach zu akzeptieren. Entweder man gibt dem Ganzen eine Chance, weil zumindest scheint es jetzt mehr endlich sich mal in diese Action-Richtung reinzulehnen und dann nicht wie irgendwie ein Inquisition, nicht halbes und nichts Ganzes zu sein. Und das Kampfsystem fand ich dann mal eben voll für den Arsch. Also dann habe ich lieber entweder gehen die Dragon Age Origins Richtung oder gehe jetzt eben in eine mehr actionorientierte Richtung. Ne? Mach mehr, weil das, wonach es mir jetzt aussieht, so das habe ich jetzt eben auch vor die letzten Wochen noch ein bisschen gespielt, war Visions of Mana. Und dann hast du hier auch so eine Art Ring-Menü, was du aufrufen kannst. Und ich denke mir, ja, das ist einfach nur ein westliches Mana-Spiel, so ein Action-RPG. Ne? Das ist vollkommen fein, werde wahrscheinlich Spaß mit haben, aber boy, ist das momentan eine Diskussion bei dem Spiel, auf die ich einfach gar keinen Bock habe. Der zweite Alan Wake 2 DLC wurde, ich will nicht sagen wirklich gezeigt, und er wurde ja auch nicht angekündigt, weil wir wissen ja schon davon, aber es wurde so ein kleiner Mood-Trailer gezeigt. Und wir wissen ja auch, dass eben der Lakehouse DLC, der soll so ein bisschen hinführen zu Control 2, das ja das nächste Spiel von Remedy eben sein wird. Und da eben auch die Umgebung und die Ästhetik eines Controls zu sehen, aber in der Engine, in der Grafikpracht von einem Alan Wake 2. Das war schon mal ziemlich cool. Leider konnten sie sich nicht verkneifen, irgendwie so einen cringy Jumpscare am Ende einzubauen. Weiß ich nicht, warum das irgendwie immer noch sein musste. Aber ich habe da wirklich Bock drauf. Leider haben wir nicht wirklich was gesehen. Es gab nichts, wo man sich in dem Trailer großartig jetzt dran festhalten konnte. Ist halt schön zu wissen, dass es jetzt demnächst erscheinen wird. Ich glaube, Oktober wurde da eben gesagt. Ich werde das genau wie den ersten DLC und wie eben auch das eigentliche Spiel definitiv wieder livestreamen, wenn das Ganze rauskommt. Und mal schauen, vielleicht mache ich jetzt im Gegensatz zum ersten DLC, da bin ich nicht dazu gekommen, mache ich dann zum zweiten DLC vielleicht auch nochmal ein separates Video auf diesem Kanal zu. Hitman World of Assassination, auch da wussten wir schon, dass das Ding bereits kommen wird, aber den Trailer fand ich wirklich fantastisch, vor allem eben, weil IO Interactive, so, sie haben nicht versucht, etwas draus zu machen, was es nicht ist, oder sie haben nicht versucht, etwas draus zu machen oder den Trailer auf eine Art und Weise zu präsentieren, wie Leute nachher nicht damit umgehen werden. So, IO, die wissen, wie Leute bereits Hitman spielen, die wissen, dass gerade die Superfans Hitman auf die bescheuertste Art und Weise spielen, also wirklich die dämlichsten Sachen rauskriegen und versuchen so die Welt zu manipulieren, und das ist ja dadurch auch teilweise ein Comedy-Game. Wenn du so diese ernste Thematik hast, aber dann einen Agent 47, der wie so Bill Murray in Groundhog Day rumläuft, weiß, wo alles jederzeit passiert und dann die wildesten Aktionen ausführt, und das dann in dieser VR-Perspektive zu sehen und dann auch zu zeigen, was für einen Blödsinn du machen kannst und was für einen coolen Scheiß du da eben mit auch machen kannst. Also da habe ich ehrlich gesagt richtig Bock drauf bekommen, aber auch hier wieder,
ja, es sind halt immer noch 600 Euro für so ein Gerät. Das ist A, Geld, was ich nicht habe. Das ist dann aber auch B, Geld, was ich dafür nicht weiter ausgeben möchte, wenn ich eben weiß, dass es außerhalb solcher Titel nicht mehr unterstützt wird. Ne? Wenn ich ja irgendwie wüsste, okay, Sony hätte noch so größere eigene First-Party-Releases, so etwas wie das Horizon-Spiel, jetzt vielleicht eine andere Form von Spiel und nicht dieses gimmicky, oh, ich habe noch nie ein VR-Spiel gespielt, Spiel, um das ganze System zu zeigen, sondern halt wirklich einzelne coole Dinge, ne? So etwas wie so ein Rescue-Bot nochmal zu bekommen. Dieses Iron-Man-Spiel auf der PS4 war eigentlich auch ganz dufte. Also, wenn ich zumindest wüsste, dass so etwas noch kommt, dann könnte ich mir überlegen, ja, vielleicht mal irgendwo nach einem Gebrauchtgerät Ausschau halten. Mein Podcast-Kollege Benny von Inkribben Radio, der hatte sich zum Beispiel ganz clever wegen des fantastischen Wechselkurses eine gebrauchte PlayStation VR 2 aus Japan importiert. So für den halben Preis, was hier ein neues Gerät kostet. Und natürlich, weil es aus Japan kommt, gehen die damit so gut um, als wäre es ein neues Gerät. Also da hatte ich dann auch überlegt, ja, vielleicht gehe ich irgendwann mal nächstes Jahr oder so, wenn die Arbeit gut läuft, dann selber so ein Geburtstagsgeschenk. Hauptsächlich, damit ich dann Final Fantasy, damit ich dann Resident Evil 4 Remake VR spielen kann, aber auf solche Titel hätte ich natürlich schon Lust, vor allem, weil ich ja auch die Trilogie kenne und die auch sehr, sehr gut finde und dann das nochmal in so einer VR-Version zu erleben, das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Legacy of Kain, Soul Reaver 1 und 2 Remastered wurde leider schon im Vorfeld zur State of Play gestern geleakt. Es wurde ja auch schon ein paar Wochen früher geleakt als auf irgendeinem Event. Ich weiß nicht, ob es irgendwie in einer Comic-Con war, glaube ich. Da gab es Figuren, die man gesehen hat von eben Soul Reaver, von eben Legacy of Kain. Und daneben stand dann, hey, hier, bla bla bla, Raziel und so aus der Soul Reaver 1 und 2 Remastered Version. Und deswegen war das jetzt schon keine große Überraschung. Und auch hier ist es wieder dieses, hey, an sich, ich finde es cool, dass es nochmal so Remastered-Spiele von diesen Titeln gibt. Vor allem, weil ja auch Legacy of Kain und die ganze Serie etwas ist, was Leuten sehr, sehr viel bedeutet, weil es ja eben auch dieses gute Worldbuilding hat, weil es ja eben auch das gute Writing hat und dann auch unterschiedliche Spiele sind. Du bekommst ja gerade so auch schon der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Blood Omen, auch wenn ich das zweite Blood Omen nicht besonders mag, und dann eben nochmal die beiden Soul Reaver Teile, und ich nehme mal an, dass wir dann irgendwann auch, wenn das gut läuft, dann einen Defiance bekommen, also den letzten Teil. Ob dann irgendwann mal noch was Neues passiert, keine Ahnung. Ob man dafür nochmal Amy Hennig bekommt, keine Ahnung. Wäre es dann wirklich auch Legacy of Kain ohne Amy Hennig? Keine Ahnung, das müssen wir dann eben sehen. Das, was mich jetzt hier natürlich an diesem Remaster wieder stört, und da kennt ihr mein altes Spiel, ich finde, das sieht ziemlich scheiße aus. Ich finde, die neuen Texturen, die sie gezeigt haben, sind kacke. Ich finde, das ganze Spiel ist viel zu stark überbelichtet. Das ist vollkommen ausgeleuchtet. Du siehst auch so einen Bossgegner, den sie stolz überarbeitet haben. Und die ganzen Elemente, die sie am Charakterdesign hinzugefügt haben, sehen auch ein bisschen billo aus. Plus die Tatsache, dass seine kompletten Texturen einfach so hell sind. Ne? Also das wirklich so, ich weiß nicht, ob man das in dem Fall sogar Pre-Baked Lighting nennen kann, sondern einfach wirklich die normalen Texturen sind einfach viel zu hell dafür, gerade für so ein Spiel wie Soul Reaver. Was aber auch drin stand, jetzt nicht in dem Trailer, aber in der Pressemitteilung, dass es auch möglich sein wird, die originale Version zu spielen. Und da hoffe ich dann, dass diese zumindest ganz gut aussieht. Beim ersten Teil, auch da, genau wie bei Luna, ich kann problemlos auf die originale PlayStation-Version zugreifen, das ist fein. Aber wenn es dann eine gute originale Version von Soul Reaver 2 enthält, wo ich eben auch nur die PAL-Fassung besitze und ich meine, die wäre nur 50 Hertz, und da nochmal irgendwie die NTSC-Fassung zu holen, PC-Fassung soll auch absoluter Pain in the Ass sein, das von dem Spiel ans Laufen zu kriegen. Das heißt, alleine wenn wir eine saubere Version von Soul Reaver 2 hätten, die ich in der originalen Fassung ohne jetzt diese ganzen überarbeiteten Texturen und das beschissene Lighting spielen kann, dann würde sich das für mich lohnen. Da ich jetzt aber auf der Box auch wieder Aspyr oder Asper oder wie auch immer die genannt werden wollen, sehe, meine liebsten Freunde. Aber ja, das Spiel brauchen wir jetzt nicht nochmal irgendwie durchkauen. Weißt du, kürzen wir es einfach ab. Ich sag jetzt am Anfang, dass ich es kacke finden werde. Ihr beleidigt mich in den Kommentaren und dann kommt es irgendwann raus und wir machen das ganze Spiel nochmal. Fear the Spotlight, auch ganz cool. Hervorragender Titel, wie ich finde, von der Optik her.
aber es war das gleiche Material, was wir auch schon bei der originalen Ankündigung vom Summer Game Fest gesehen haben. Ich fand es dann seltsam, dass ein Spiel da rausgenommen wurde, während ja beim Summer Game Fest, ich glaube, so 5 Titel waren es, die von Blumhouse gezeigt wurden. Aber hey, ich habe da Bock drauf, war nur leider nichts Neues davon zu sehen. Towers of Agaspa ist es, glaube ich. Auch hier ein Spiel, ich meine, daran habe ich persönlich auch gar kein Interesse. Ich finde, das sieht aus wie so ein, so von der Optik her, AAA-Spiel. Aber wenn ich dann die ganzen Bewegungen so sehe, dann ist unter der Haube irgendwie immer noch so ein Budget-Spiel darunter, was dann wahrscheinlich für mich viel zu janky sein wird. Aber ich habe auch so auf das Setup kein Interesse. Ich finde, ein paar der Einstellungen sehen wirklich herausragend aus. Also gerade die Szenerie unter Wasser. Aber auch hier, es waren alles Sachen, die wir schon gesehen haben, ziemlich uninteressant, habe ich nicht wirklich gebraucht. Hey, es gibt einen Fortnite DualSense Controller. Yippie! Dynasty Warriors Origins. Darauf freue ich mich wirklich. Das letzte Dynasty Warriors, der 9er, der war ja, oder der, ja doch 9er, war ja absolut ass. Das hat keiner gebraucht. Also da jetzt einen neuen Teil zu haben, wo man sich vielleicht gedacht hat, okay, wir müssen mal was anderes versuchen. Also machen wir einen story-fokussierten Teil, fokussiert auf einen Hauptcharakter. Und dann nutzen wir die Technik, die wir für den 9er gebaut haben, um diese ganzen großen Schlachten darzustellen, für diese Singleplayer-Erfahrung in vielleicht einzelnen Set-Pieces. Das kann funktionieren. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, aber als Fan von Dynasty Warriors, als Fan von Musou allgemein, will ich dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben und hoffe, dass es mich begeistern wird. Monster Hunter Wilds. Ich weiß nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll. Ich freue mich drauf. Ich finde cool, dass wir jetzt mit dem 28. Februar endlich einen Release-Termin bekommen haben. Aber Capcom haut mir das Ding die letzten Monate schon so um die Ohren, dass ich gerade bei einer State of Play jetzt nicht mehr begeistert davon sein kann. So, ja, es wurde nochmal was gezeigt und nochmal was gezeigt. Aber ehrlich gesagt habe ich davon die letzten Monate schon so viel gesehen, dass ich mir einfach mittlerweile denke, ich will jetzt einfach nur noch, dass die Scheiße rauskommt, damit ich sie spielen kann. Ich brauche jetzt nicht noch 25.000 Trailer. Ich warte jetzt einfach bis zum 28. und dann werde ich es spielen, dann werde ich es genießen, dann werde ich mitkriegen, welche Leute sich über irgendwelche Features aufregen oder nicht. Es wurden ja auch schon die PC-Specs veröffentlicht und Leute sind am Durchdrehen, weil das wohl auch viel zu hoch ist dafür, wo ich mir eben auch denke, also Monster Hunter World sah herausragend aus. Ich finde jetzt nicht, dass Wilds so viel besser aussieht. Also wenn man dann dafür schon fast einen neuen PC kaufen muss, dann tun mir die PC-Monster Hunter-Fans auf jeden Fall leid. Aber ja, gerade in so einer State of Play muss ich sagen, ich habe da Bock drauf, ich freue mich wirklich auf das Spiel, aber ich habe jetzt über die vergangenen Monate so viele Trailer gesehen. Das war ja wirklich überall und ich verstehe das auch. Das ist Capcoms größtes Franchise und ich freue mich auch dafür. Ich finde das super, dass Monster Hunter so beliebt und erfolgreich ist. Aber ich brauche es nicht bei jedem einzelnen Event zu sehen, wissentlich, dass ich das auch noch bei der garantiert morgen kommt die Xbox TGS-Präsentation. Der wird garantiert auch nochmal Monster Hunter gezeigt. Dann haben wir Ende des Jahres die Game Awards. Dann wird er auch nochmal Monster Hunter gezeigt. Dann haben wir irgendein anderes Event. Dann wird er auch nochmal Monster Hunter gezeigt. Und so, I get it. Ich habe mittlerweile genug zu spielen. Bringt einfach das verdammte Spiel endlich raus. Auch so ein weiterer Trailer, wo ich jetzt nichts wirklich Neues gesehen habe und mir dachte, hey, ja, cool, hey, wir haben jetzt einen Release für den November bekommen, Lego Horizon Adventures. Ich habe da Bock drauf, ich finde das cool, ich mag die Lego-Spiele, ich mag, dass es hier sich auch ein richtiges Franchise, finde ich, ausgesucht hat mit Horizon. Das passt eigentlich ganz gut. Und auch, dass tatsächlich die komplette Umgebung wirklich aus Lego ist, weil das machen ja die Traveler's Tale-Spiele tatsächlich nicht. Da ist die Umgebung, sieht immer so ganz normal aus und dann ist alles drumherum eben aus diesen Lego-Steinen, den oh, ich habe jetzt nicht, wenn ich Lego sage, dass ich dann direkt verklagt werde. Entschuldigung, natürlich die dänischen Klemmbausteine, Entschuldigung. Aber jedenfalls, ja, finde ich ganz cool, aber auch hier wieder, es war einfach genauso wie ein Monster Hunter oder ein Dragon Age. Das habe ich schon alles gesehen. Ich brauche das jetzt persönlich nicht nochmal in der State of Play. Ich weiß, warum das da ist. Ich verstehe das, aber ich kann es eben nur aus einer Ich-Perspektive für mich als Hardcore-Konsumenten das eben zu betrachten und dann fällt es eben so ein bisschen so in diesen Bereich, aber passt schon. Das Remaster, auf das alle gewartet haben, seitdem das Spiel
damals auf der PlayStation 4 erschien, haben alle Leute weltweit gesagt, oh mein Gott, ich kann es kaum abwarten, bis wir eine überarbeitete Version auf einer zukünftigen Konsole sehen werden. Auch die ganzen PC-Spieler haben sich gedacht, hey, ich habe das jetzt zwar schon auf dem PC und es läuft hervorragend, aber ich hätte das auch gerne nochmal in einer neuen, überarbeiteten Version. Und das, was wir letzte Woche durch die Leaks schon gesehen haben, ja, es war zum Glück kein Remake. Wir hatten ja vor einem Jahr oder so hieß es, es gibt ein Horizon Zero Dawn Remake. Das wäre, glaube ich, das dämlichste, also die größte Ressourcenverschwendung aller Zeiten gewesen. Aber wir bekommen jetzt ein Horizon Zero Dawn Remaster. Und ich meine, es sieht auch gut aus. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass es, oh mein Gott, das sieht jetzt nicht besser aus als das Original. Das finde ich eben schon. Sie haben ja auch gesagt, hey, 10 Stunden von irgendwelchen Dialogen wurden nochmal neu gemotion-catchert. Ist ja auch ganz geil. So wie ich das glaube, sind das wahrscheinlich dann eben auch neue Leute, die daran arbeiten, dass man die eben mal in so Projekte reinführen kann. I get it. Videospielentwicklung, gerade bei den First-Party-Sony-Titeln, sind so explodiert, dass die 5 bis 6 Jahre dafür brauchen. Das heißt, so kann man das auch mal nutzen, um irgendwelche neue Leute ein bisschen besser anzutrainieren oder irgendeine neue Engine zu benutzen. Das wird ja auch, glaube ich, noch eine weitere neue geupdatete Version von Guerrillas Decima Engine sein. Also ich aus der Perspektive, ich kann das schon verstehen, aber es ist natürlich nichts, was die meisten Leute irgendwie so aufregend jubeln lässt. Das Einzige, was ich sage am Ende, die Ankündigung, dass es für Besitzer des Originals, genau wie zum Beispiel der Director's Cut von Ghost of Tsushima oder der Director's Cut von Death Stranding, ein 10€ Upgrade ist. Also ich glaube, auch da hätten sie es nicht irgendwie Remastered genannt, sondern einfach nur Horizon Zero Dawn Director's Cut. Dann wäre es vielleicht gar nicht erst zu diesem ganzen Auslachen gekommen, aber zu wissen, hey, okay, ich habe das Original, ich besitze das und dann kann ich mir nochmal so ein 10€ Upgrade holen, dass wenn ich das nächste Mal nochmal spielen sollte, dann denke ich mir, ja, okay, fein, dann würde ich es wahrscheinlich machen. So, wenn ich für 10€ dann eine bessere Version davon spielen kann, die eben visuell auch näher an dem Sequel da ist, wenn ich die dann zusammenspielen sollte, dann denke ich mir, okay, das ist fein, ist dann weniger cringe geworden als gedacht. Hier ist ein Moment, wo ich im Stream wirklich einfach nur lachen musste. Nicht, weil ich es lächerlich finde, sondern weil ich es einfach so herausragend dämlich finde auf eine gute Art und Weise, weil es wurde tatsächlich ein offizielles Crossover zwischen Stellar Blade und Nier Automata angekündigt als DLC. Keine Ahnung, wie das dann tatsächlich nachher aussehen wird, aber ich finde es eigentlich ganz lustig, deswegen musste ich auch so lachen, weil ja Stellar Blade offensichtlich von eben Nier Automata inspiriert war. Das ist ja ganz, ganz klar. Und es gab ja auch schon Aussagen von Yoko Taro, der meinte, hey, ich finde Stellar Blade ganz cool. Und jetzt haben wir ein offizielles Crossover. Passt ja eigentlich, ne, wie die Faust aufs Auge. Also von daher, ganz cooles Ding. Hey, wollt ihr eure PlayStation in coolen optischen Designs haben? Nein? Boah, dann ist die Chroma Collection vielleicht genau das Richtige für euch. Wenn ihr auch schon euer Auto hässlich mit solchen Farben machen wollt, dann könnt ihr das jetzt auch bei eurer PlayStation 5 machen. Woo! Okay, als Mark Cerny auf der Kamera zu sehen war oder auf meinem Bildschirm zu sehen war, vor die Kamera im Studio trat und dann auf meinen Bildschirm projiziert wurde, ich dachte, hey, okay, jetzt fangen wir an, nochmal was Ordentliches zu zeigen, dass beim letzten Mal diese Vorstellung der PlayStation 5 Pro, das war einfach nur ein Witz. Sorry, Leute, hey, jetzt gibt es hier richtiges Gameplay, jetzt zeigen wir euch sogar neue Spiele, auch die darauf, wie die aussehen werden. Und dann war es dieses Sizzle Reel von irgendwie so 30, 40 Sekunden, wo jeder Titel für 5 Sekunden gezeigt wird und dann teilweise in Cutscenes. Leute, wenn ihr die Verbesserung der PlayStation 5 Pro zeigen wollt, dann zeigt mir das im Gameplay, dann zeigt mir keine Cutscene, wenn irgendwas Automatisiertes passiert. Und vor allem, dann zeigt es länger und dann zeigt es im Vergleich. Wie soll ich denn irgendwie die großartige Leistung der PlayStation 5 Pro wahrnehmen, wenn ich jedes Mal immer mich darauf einstelle, oh, das ist das, ah, jetzt ist schon das, oh, jetzt ist wieder, oh, jetzt kommt, oh, jetzt ist das Spiel. Und dann weiß ich gar nicht, war das jetzt, hier ist schon das nächste Spiel. So, was ist das? Was soll das? Macht das doch dann ordentlich vernünftig oder lagert das aus, sagt, hey, wir laden hier noch gleichzeitig, ich weiß, das ist ein bisschen zu viel für diese State of Play, wir laden jetzt nochmal gleichzeitig ein Video hoch, wo ich eben so
so 20, 30 Minuten, dann gehen wir mal, muss ja nicht so lang sein, einfach nur so 5 oder 6 Minuten und dann gehen wir mal ein bisschen drüber. So, das, was am meisten Leute jetzt zumindest für so einen Einzelfall von der Pro überzeugen konnte, das war das Material von Final Fantasy VII Rebirth. Ich meine, das ist natürlich auch eher so ein Ausnahmefall von einem Spiel, aber trotzdem, da die Leute das Ganze spielen zu lassen, capturen zu lassen, drüber reden zu lassen in ausführlichen Videos, wie zum Beispiel von Digital Foundry, das hat mehr getan, als hier irgendwie 12.000 Spiele da reinzuballern. Macht mehr davon, ladet auch einzelne, von mir aus einzelne Videos hoch. Hier sind die Vergleiche bei Ratchet & Clank, hier sind die Vergleiche bei dem Spiel, bei dem Spiel, bei dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was so ein 60-Sekunden-Trailer irgendjemandem bringen soll, der nicht schon direkt davon überzeugt ist. Und zum Abschluss die eine große Ankündigung der State of Play, das eine neue First-Party-Sony-AAA-Spiel. Und an sich war es ja jetzt keine große Überraschung. Es wurde ja auch schon im Vorfeld gemunkelt, dass es genau das sein wird, dass wir eben einen Nachfolger zu Ghost of Tsushima erhalten werden. Es ist ja auch langsam an der Zeit. Der erste Teil ist ja von 2020 und es war klar, dass gerade bei dem Erfolg Sucker Punch und Sucker Punch haben vorher immer an Sequels gearbeitet unter Sony. Erst die Sly-Trilogie, dann die Infamous-Trilogie. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich auch noch neben Ghost of Yotei auch noch ein weiteres Ghost of irgendwas bekommen. Und das war für mich dann aber tatsächlich eine positive Überraschung, weil ich mochte Ghost of Tsushima. Ich mochte es gerade von seiner Ästhetik und von seinem Setting. Ich fand es spielerisch ganz okay. Ich wünschte, es hätte ein bisschen mehr gemacht als klassische Open-World-Formel. So, ja, wie sie Sachen dargestellt haben, waren ein bisschen anders, aber du bist trotzdem die gleiche Art von Aufgaben immer und immer wieder abgelaufen. Spielerisch, auch da war es fein, aber jetzt nichts wirklich Besonderes, Großartiges. Das, warum ich das Spiel so gemocht habe, war hauptsächlich wirklich die Welt und die Ästhetik. Und eine Sache, die ich dabei aber relativ egal fand, war der Hauptcharakter. Also das war einfach, hier ist random Japanese Man in einem historischen Setting. Das war so eine Nullnummer, die kaum irgendwie Gefühle rausgedrückt hat. Also ich fand das, ehrlich gesagt, ich fand den kompletten Supporting Cast einprägsamer als, keine Ahnung, Hauptprotagonist, wie der heißt, Jin wahrscheinlich. So irgendeinen, wir nehmen einfach typischen japanischen, passt schon. Wird irgendwie das gewesen sein oder sonst was. Weißt du, es ist einfach die japanische Version von John. So Jin Tsushima hieß der. Und da sich jetzt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt nicht irgendwie krampfhaft damit noch ein weiteres Setting irgendwie zu finden in der Historie. Ich glaube, da gibt es sogar Sachen, die zeitnah danach gespielt haben, dass du theoretisch sogar den gleichen Protagonisten hätten behalten können. Aber jetzt zu sagen, okay, wir machen einen kompletten, also wir bleiben immer noch innerhalb von Japan und auch immer noch in der Vergangenheit, aber wir verlagern das komplett. Wir gehen jetzt eben weg von der Ostküste und gehen auf die komplett andere Seite des Landes, nämlich nach Hokkaido, wo eben dieser, ich glaube, das ist ein Vulkan, inaktiver Vulkan, ist, glaube ich, Yotei, und siedeln da das Spiel an, packen das ein paar hundert Jahre in die Zukunft und wir wechseln eben auch den Protagonisten und haben jetzt hier eben eine weibliche Protagonistin, was ich hervorragend finde, was ich cool finde, und gerade auch in diesem Setting ist es natürlich etwas, das wir kaum präsentiert bekommen. Und dann ist es eigentlich geil, dass ich dann was ein Spiel habe, wo ich gedacht habe im Vorfeld so, ah ja, Ghost of Tsushima, Sequel, okay, kann ich mitnehmen, finde ich halt ein bisschen langweilig. Und jetzt nach dieser Ankündigung denke ich mir, oh, da habe ich doch mehr Interesse, als ich gedacht habe, weil wir so viele Wechsel drin haben. Weil wir haben dann den örtlichen Wechsel, klar, innerhalb Japans, aber trotzdem, also Hokkaido ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Und wir haben dann den zeitlichen Wechsel, das heißt, wir müssen uns jetzt auch nicht irgendwie unbedingt an Sachen aus dem Sequel, aus dem Original dann eben daran orientieren. Plus wir haben eben auch einen anderen Charakter und gerade als eine Frau zu der Zeit in der Rolle wird das Ganze auch ein bisschen interessanter machen. Also ich bin damit vollkommen begeistert. Ich habe keine Lust, in irgendwelche Kommentarspalten momentan zu gucken, weil wir wissen, wie gut sowas, was immer ausgeht und wie
vollkommen normal solche Entscheidungen von Leuten aufgefasst werden. Ich nehme mal an, dass das jetzt trotzdem, keine Ahnung, versuchen Leute jetzt krampfhaft bei einem Ghost of Tsushima-Nachfolger, wo alle wissen, dass das Ding mega erfolgreich sein wird, da irgendwelche Phrasenschweine hin und her zu werfen. Keine Ahnung. Muss ich mal sehen. Ich bin gespannt, was die ganzen Grifter für eine Narrative die nächsten Wochen irgendwie aufbauen. Da ziehe ich dann immer meine Comedy raus. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf ein Ghost of Tsushima 2. Ich hoffe, es wird spielerisch ein bisschen interessanter. Ich hoffe, es wird eben auch von der Erkundung ein bisschen interessanter. Aber ich weiß, dass ich bei einem Sucker Punch ein grundlegend gutes Spiel bekomme. Und allein für das Setting, allein für die Protagonistin, allein für die Ästhetik von dem Spiel, werde ich das auf jeden Fall in meine PS5 ballern und das Ganze genießen. Und ich hoffe, auch ihr habt dieses Video genossen, diesen kurzen Beitrag zu der State of Play. Und erneut könnt ihr mir gerne sagen, hey, was waren denn für euch die Highlights oder das eine Highlight, ne? Vielleicht war es Ghost of Tsushima, vielleicht war es die Stellar Blade Ankündigung, hey, vielleicht war es der Fortnite Controller, was weiß ich. Da möchte ich nicht judgen, wenn ihr den jetzt schon vorbestellt habt, dann hoffe ich, dass ihr mit eurem Banana-Sticker Spaß haben werdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Video. Das heißt, falls ihr neu hier sein solltet, auf jeden Fall abonnieren, bevor ich in meinem Void verschwinde.